später mal total genial. Regeln, Dekate, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich hab bei meinem Vater eine viel bessere. Ein Profiteil. Wenn du willst, leih ich sie dir. Ole war sich sicher. Gegen ihn hat Fabian bei Milena keine Chance. Kein Problem. Okay. Auf mich kannst du dich verlassen. Doch dann wurde sein Vater wegen Steuerhinterziehung verhaftet. Was ist denn hier los? Einbruch oder was? Sie haben deinen Vater mitgenommen. Die Polizei hat alles versiegelt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Alina, was genau ist passiert? Die Polizisten waren sehr höflich. Dein Vater hat sich furchtbar aufgeregt. Dann haben sie ihm Handschellen angeboten. Und er ist einfach so mitgegangen. Verhaftet. Kann Ole seinen Status auf Einstein aufrechterhalten? Ich hab's. Was? Das. Die 6. und 8. Klasse arbeiteten an einem Fotoprojekt bei Changa. Na, wir machen was über Familie. Ach so, super Idee, Max. Und Action, Aaron, beweg dich mal ein bisschen. Aaron, hast du überhaupt Lust, als Fotomodell für Max und mich zu arbeiten? Ja. Mit einer Kamera vorm Auge sieht man irgendwie mehr. Au! Oh. Hast du dir wehgetan? Alles voller Dornen und Brennnesseln und widerlichen kleinen Tieren. Ich wette, hier gibt's auch Schlangen. Ey, das wär's doch! Ein Bild mit dir und einer Kreuzotter! Dann wären wir sicherlich ganz weit vorne bei der Erfurter Fotos. Au! Ich halte die Augen offen. Ich will gar nicht wissen, was du siehst. Mist! Natur ist scheiße. Boah. Dann wärst du sicherlich bei deiner Modeschnickschnack-AG besser aufgehoben. Modische Tops und Flops in Erfurt. Der Oberflop saß in der Gruppe. Oh. Vivian? Die hat die ganze Zeit nur rumgezickt und einen auf Chefin gemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Zicke hat so viel Ahnung von Mode wie der weiße Hai von Salat. Unser Thema ist Fotos vom Wald, nicht Fotos von Coco. Spaßbremse. Was war das? Ein Wolf? Wie? Ein Werwolf? Ein Killer, Gravy. Das ist nicht komisch. Monster haben keinen Humor. Ihr seid bekloppt. Ey, da ist wirklich was. Hey, Ole! Warst du schon in Weimar? Du wolltest doch deine Kamera holen. Ach so, ja. Also, nein. Ich hab sie nicht mitgebracht. Vergessen. Sorry. Ach so. Kein Ding. Dann frag ich einfach Fabian, ob der mir doch seine leiht. Brauchst du nicht, Milena. Wann war gleich deine Präsentation? Es kommen Julia und Max dran, dann Kokosgruppe. In exakt einer Woche. Ungefähr. Kein Ding. Du bekommst die Kamera noch heute. Na, vergiss es einfach. Hab ich doch versprochen. Und jetzt Ende der Diskussion. Los, komm schon. Ich bin nicht scharf drauf, morgen als Leiche in der Zeitung zu stehen. Ey, du hast einen Werwolf und einen Killer-Grizzly als Bodyguard. Und wenn da ein Ungeheuer hinterm Busch lauert? Ungeheuer winseln nicht, Ungeheuer brüllen! Ich
mich doch lieber umdrehen. Nein. Hey, vielleicht ist das ein Hinterhalt. Sicherlich lauert da so ein fieser Massenmörder, der nur darauf wartet, uns zu meucheln. Da, da ist er. Oh, Idiot. Auf hey, kommt mal. Darf ich vorstellen, das Ungeheuer. Oh, ist der süß. Was macht denn so ein kleiner Hund Mutterseelenallein mitten im Wald? Ich glaube nicht, dass das seine Idee war. Jemand hat ihn hier ausgesetzt? Was für eine Riesensauerei. Er blutet. Und jetzt? Wir müssen ihn verarzten. Ah. Cool. Ja, aber 300 Steine dafür auszugeben, war ein bisschen viel, oder? Hey, wenn es um wirklich Wichtiges geht, dann sollte Geld keine Rolle spielen. Mit wirklich wichtig meinst du wohl Milena? Ich hab ihr die Kamera versprochen. Klotz nicht so. Ich wollte ihr einfach nur eine Freude machen. Ist doch ungerecht, dass ihre Familie keine Kohle hat. Und so ein klasse Mädchen wie Milena hat echt edle Sachen verdient. Ja, Diamanten, Sportwagen, eine Villa, eine Kamera. Hey, Alter, keine Panik. Beim nächsten Geschenk für Milena vergesse ich meine EC-Karte bestimmt nicht. Und deine Kohle kriegst du spätestens morgen wieder. Wenn einer aus der Klasse kreditwürdig ist, dann ja wohl du. Du bist echt tapfer. Die Wunde war ganz schön tief. Was sind das für Menschen, die einen unschuldigen Hund umbringen wollen? Ich glaube, er sollte gar nicht umgebracht werden. Hallo, jemand hat ihm fast die Kehle durchgeschnitten. Schon mal was von Mikrochip-Transpondern gehört? Ja, das sind so kleine Chips, die Hunden unter die Haut gesetzt werden. Und darauf stehen alle Daten zur Identifizierung. Genau. Wahrscheinlich wollte der Besitzer nicht, dass man seine Spuren zurückverfolgen kann. Deshalb hat er ihm die elektronische Kennung einfach rausgeschnitten. Das ist ja echt krass. Ja, manchen Leuten sollte man einfach verbieten, sich ein Tier anzuschaffen. Ob der Besitzer gerade gemütlich irgendwo rumsitzt und nicht mal ein schlechtes Gewissen hat? Die Quäler müssen bestraft werden. Dafür müssen wir erst mal rausfinden, wer es ist. Hat euch jemand gesehen, als ihr den Hund hergebracht habt? Guten Abend, die Herrschaften. Hallo. Was sitzt ihr denn hier wie die Hühner auf der Stange? Wir meditieren. Alte, fernöstliche Tradition, um besser einschlafen zu können. Also, ich würde sagen, ab ins Bett. Du hast hier nichts zu suchen und du schon gar nicht, mein liebes Fräulein. Also, in 5 Minuten will ich euch alle in den Betten sehen. Abmarsch! Das war haarscharf, ey. Die Nummer können wir nicht jeden Abend so abziehen. Komm her. Im Chemiesaal ist die Dunstabzugshaube defekt. Dort soll heute mit Knallgas experimentiert werden. Ja, kümmere ich mich gleich drum. Danke. Ist das irgendwo hier? Nee. Das ist doch ein Hund. Ja. Wo kommt denn das her? Geben Sie mir 2 Sekunden. Da. Psst, nicht bellen. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist, aber nicht so laut. Ist ja nur ein Versuch. Vielleicht beruhigt es ihn ja wirklich. Ich weiß was. Fein. Lecker Leberwurst. Die hat meine Mama selbst gemacht. Hiermit taufen wir dich auf den Namen Einstein. So laut, sonst kriegen wir noch Ärger. Da könntest du allerdings recht haben. Hallo. Hi.
was hat denn der Hund hier zu suchen? Sein Besitzer hat ihn ausgesetzt, im Wald. Ja, wir haben ihn dort gefunden. Sonst wäre er wahrscheinlich noch verhungert. Was wird denn jetzt aus Einstein? Er heißt Einstein? Ist ja witzig. Tut mir leid, aber hier kann er nicht bleiben. Na, wo denn dann? Vielleicht im Tiergehege. Herr Pasulke, ist da noch Platz? Ja, da wird sich schon noch ein Fleckchen finden. Na dann! Moment. Bitte, Frau Steiner. Ja, also gut. Aber nur vorübergehend, bis die Sache geregelt ist. Wahnsinn. Dankeschön. Aber wenn das Fotoprojekt vorbei ist, gebe ich sie dir gleich wieder. Nur keine Eile. Ist eine Dauerleihgabe, okay? Weißt du, wo Fee ist? Ihr seid doch zusammen in einer Gruppe, oder? Davon habe ich bisher noch nicht sehr viel gemerkt. Na, um ehrlich zu sein, habe ich die ganze Arbeit so ziemlich allein durchgezogen. Entweder sie war überhaupt nicht da oder sie war total neben der Spur. Tja, hätte ich mir ja gleich denken können, dass du kein Verständnis hast für jemanden, dessen Eltern sich trennen. Dumme Ziege. Los, wir müssen immer rein. Schön, dass du noch schlafen kannst. Ich dachte, du hast gerade andere Probleme. Dein Vater heißt doch Maurice Weiland. Alles nur böswillige Gerüchte. Mein Vater hat die Zeitungsfritzen schon längst wegen übler Nachrede verklagt. Markiere hier bloß nicht den großen Macker. Dein Vater sitzt im Knast. Das klärt sich bestimmt. Logisch. Guck mal, du Saftflöte, da kommt dein Bus nach Schleimhausen. Irgendwie sind wir beide ausgesetzt. Hallo Fee, hast du auch eine Freistunde? So ähnlich. Da kannst du mir ja beim Stalldienst helfen. Hey, wen haben wir denn da? Das ist Einstein. Weiß ich. Es wurde endlich mal Zeit, dass wir einen ordentlichen Wachhund ins Internat bekommen, was? Einstein ist kein Wachhund. Er ist total kuschelig. Wieso müssen Mädels immer alle Hunde verhätscheln? Du wolltest doch Stalldienst machen. Und außerdem, ich war zuerst hier. Wir haben uns gerade angefreundet. Einstein braucht dringend ein bisschen Aufmunterung. Bei deiner Trauermine bekommt selbst der glücklichste Hund Depression. Komm, Einstein, komm. Danke, Julia. Danke, Max. Eure Aufnahmen sind sehr schön. Ja, also, ihr wisst ja sicher alle, dass wir während unseres Projekts den kleinen Hund im Wald gefunden haben. Und naja, deshalb hatten wir nicht ganz so viel Zeit, unsere Fotos zu ordnen. Also, sorry. Passt doch gut zu eurem Outdoor-Thema. Die Natur ist auch irgendwie unordentlich, chaotisch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das Foto ist doch mitten im Wald geschossen worden. Kann ja jeder behaupten. Thema verfehlt, Sätzen 6. Können Sie diesen Gemeinschaftsunterricht mit den Kleinen nicht mehr abschaffen, Frau Miesbach? Hey, Moment, das gibt's doch gar nicht. Was denn, Bruno? Einstein, na und? Nein, dahinter, hier, das Auto. Das ist doch bestimmt der Typ, der ihn ausgesetzt hat. Komm, Einstein, komm! Ja, komm, hol dir den Hasen, hol dir den Hasen. Hier ist der Hase, komm. Komm, komm, was komm. Geht hier? Komm, mein Kleiner, komm. Einstein, Minier. Die große Liebe ist ausgebrochen. Ja, lecker. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Komm her, komm her, komm her. So, so, jetzt aber ab in den Stall. Komm her. Ah. Spinnst du? Ich will Hilfe. Blödes Mistvieh. Hast du ihn zufällig am Hals gepackt? Munir. Ja, und? Er. Ja, da ist er verletzt. Er. Das hat ihn erschrocken. Dann hat er zugebissen. Shit. Das habe ich nicht gesehen. Kleines Souvenir von seinem Ex-Besitzer. Ruhig, ruhig, alles in Ordnung. Komm, jetzt gehen wir ganz brav zurück im Stall. Ja? Ja. Sorry, Kleiner, war ja nicht so gemeint. Munir, hast du Schmerzen? Nein, ist ja nichts passiert. Darf ich? Ist wirklich halb so wild.
kleiner Betriebsunfall. Also, ihr wisst, wie sehr ich Tiere liebe. Aber einen bissigen Hund können wir hier nicht dulden. Einstein muss ins Tierheim. Und die Steiner sind noch nicht blöd. Die werden dich garantiert fragen, wo Einstein so plötzlich abgeblieben ist. Ausgebüxt! Da sollen die mir erstmal das Gegenteil beweisen. Aber. Die BFZ ist seine letzte Rettung. Ich weiß nicht. Einstein wäre todunglücklich in so einem Heim. Meinst du nicht auch, dass er genug Mist erlebt hat? Okay. Aber wir müssen so schnell wie möglich eine richtige Bleibe für ihn organisieren. Bis dahin passen wir hier auf, dass ihn niemand findet. Ich steh Schmiere. Und du suchst mit Bruno den Tierquäler. Das Foto von dem Auto wird der Polizei nicht reichen. Das ist zu unscharf. Man kann das Nummernschild schlecht erkennen. Also nur eine Anzeige gegen unbekannt? Ja, leider. Wir werden den Brutalo wahrscheinlich nie finden. Und ob. Bruno hat mir versprochen, das Foto nochmal genau zu untersuchen. Super. Und du suchst inzwischen einen neuen Besitzer für Einstein. Den nehme ich vorher aber genauer unter die Lupe. Deine Eltern haben doch einen großen Garten, da hätte er Auslauf. Ja, ich würde ihn ja sofort nehmen. Aber meine Mutter würde schon anfangen zu niesen, bevor er zur Tür reingekommen ist. Tierhaarallergie. Das gibt's doch nicht. Haben alle nette Leute eine Allergie? Oder eine Katze oder nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung? Was ist mit deinen Eltern? Hallo? Die sind in China. Da macht man doch sofort Chop-Soy aus Einstein. Süß-sauer. Einstein ist verschwunden. Was? Echt? Du hast natürlich nichts damit zu tun. Nein, wirklich. Denk lieber noch mal scharf darüber nach. Wenn du ihn hier irgendwo auf dem Internatsgelände versteckst, gibt es Ärger. Sorry, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Also gut, wie du meinst. Tja, schade. Wenn er doch noch auftaucht, dann sag Bescheid, ja? Hey, wenn die rausfinden, wo der Hund jetzt gerade ist, dann fliegst du vom Einstein. Quatsch. Alle halten dicht. Okay. Na, kommst du voran? Ja, der Tierquäler scheint Mitglied in irgendeinem Verein zu sein. Guck mal, da der Aufkleber auf seinem Auto. Beißchen in Not, Yvonne. Was soll denn das sein? Ich bin gerade dran. Boah, gibt's viele Vereine in Erfurt. Fußballclub Erfurter Jugend e.V., SSV Erfurt West, Tennisverein Erfurter e.V., MSV Erfurter Racer, Karate-Tiger Erfurt. Da, das ist er. Beistand für Mitmenschen in Not e.V. Genau das gleiche Motiv wie auf dem Aufkleber. Bingo, wir haben ihn. Hey, damit gehen wir zur Polizei. Nein, für die ist anscheinend noch irgendein x-beliebiger Hund. Da landet unsere Anzeige auf irgendeinem Schreibtisch ganz unten im Stapel. Mensch, wir nehmen die Sache selber in die Hand. Ich dachte, ich wäre hier der Detektiv. Ja, bist du auch. Aber das Schwein überführen wir zusammen. Entschuldigen Sie. Diesen Hund schon mal gesehen? Nee, tut mir leid. Kenn ich nicht. Das ist doch Flecki. Der Hund vom Hohenstein. Von unserem Vereinsvorsitzenden. Sind Sie sicher? Na, den werde ich wohl erkennen. Der hat mir immer meine Sofakissen zerfetzt, als er noch klein war. Ja, stimmt. Jetzt muss ich sagen, das ist Flecki. Ich hatte ihn trotzdem lieb. Wirklich schade um ihn. Wieso? Was ist denn passiert? Na, Flecki ist gestorben. War wohl krank? Stasi ist ein Nullchecker. Die Nummer mit der Zeitung war voll daneben. Der ist doch nur eifersüchtig, weil Milena auf mich steht und nicht auf ihn. Der tut mir echt leid. Du bist nicht sauer auf ihn?
Ich bin nur sauer auf die Scheißpresse, die diese Scheißmeldung über meinen Vater verbreitet. Die tun, als wäre er ein Scheißschwerverbrecher. Mit solchen Reißermeldungen wollen die nur ihre Auflage steigern. Genau. Was passiert eigentlich, wenn die meinen Vater wegen Steuerhinterziehung drankriegen? Kriegen sie nicht, wenn er unschuldig ist. Er hat doch gesagt, es handelt sich um ein Missverständnis. Ja, aber rein theoretisch, was würde passieren? Als erstes würden sie wahrscheinlich seine Konten sperren. Und dann? Hab ich die Arschkarte. Hey, dein Dad hat die besten Anwälte der Welt. Die pauken ihn da raus. Verdammt, und wenn nicht? Die Kohle für Milenas Kamera kannst du mir auch später zurückzahlen. Die lumpigen 300 Ditscher kriege ich ja wohl gerade noch zusammen. Der Typ ist echt das Letzte. Setzt seinen Hund einfach aus und behauptet dann, er sei tot. Ja, wir wissen, dass er nicht tot ist. Und damit kriegen wir ihn. Ey, das ist doch... sein Auto. Jetzt ist er dran. Kommt Ihnen dieser Hund irgendwie bekannt vor? Nein. Was seid ihr überhaupt? Die Jungs, die ihren Fleck im Wald gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich habe den Hund noch nie gesehen. Herr Hohenstein, erkennen Sie Ihren Flecki nicht? Flecki ist tot. Er wurde vor meinem Urlaub beerdigt. Nein, wurde er nicht. Sie haben ihn an einen Baum gebunden, ihm den Chip rausgeschnitten und sind dann einfach abgehauen. Eigentlich schöner Plan. Das Dumme war nur, wir haben Sie dabei beobachtet. Dumm aber auch. Das ist doch eindeutig Ihr Kennzeichen. Oder ist das etwa nicht Ihr Auto? Ja, und jetzt rufen wir erstmal die Polizei. Mhm. Böser Bube. Hey, Champ, kommt heute nur noch Leckerlis zu essen. Na, guten Abend, die Herren. Na, Frau Bräuning. Ich war nur 5 Minuten weg. Futter holen für Einstein. Er hat wohl angefangen zu bellen und als ich wiederkam. Es tut mir leid. Was machen Sie denn in der BFZ? BFZ? Den Bund für Zoologie, meint Bruno. Ja, ja. Deshalb ist der Hund auch hier. Ja. Gemütlich, euer heimlicher Treffpunkt mit dem charmanten Namen Bräuning-Freizone. Das wussten Sie? Ist ja ein Ding. Da, wo wieder gepetzt wird. Niemand. War ganz schön schwer herauszufinden, wo ihr euch rumtreibt, wenn ihr eigentlich in euren Betten liegen solltet. Jetzt können wir uns wohl die Karten legen. Einstein muss ins Heim. Bitte nicht. Wir haben noch niemanden für ihn gefunden. Doch, habt ihr. Mich. Wir waren uns irgendwie auf Anhieb sympathisch. Hm? Ja, aber nur unter einer Bedingung. Welche? Was? Ihr geht regelmäßig mit dem Gassi. Kein Problem. Na klar. Hauptsache, er bleibt bei uns. Was hältst du davon, Einstein? Ja, genau. Dicke Liste Leberwurst. Auszahlung möglich. Bitte setzen Sie sich umgehend mit Ihrer Bank in Verbindung. Nein. Oh, Scheiße! Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.